Hallo. Wer sind denn Sie? Ah, sind Sie es, ja? Sehen Sie, Ihre Tante hat Ihren Wagen vorfahren hören. Sie sind doch Mr. Stanford, nicht? Könnte sein, ja. Darf ich fragen, wer Sie sind? Oh, entschuldigen Sie. Columbo, Inspektor Columbo von der Kriminalpolizei. Polizist? Verstehe ich richtig, dann gehört der antiquarische Schlitten Ihnen? Ja, ja, müsste lackiert werden. Ihre Tante, Mrs. Buckner, hat mich gebeten, Sie gleich zu holen. Ihre Hausangestellten haben Ausgang. Und Mrs. Buckner hatte die Befürchtung, Sie würden gleich nach Hause gehen. Oder sonst wohin. Wieso, was ist denn? Wissen wir nicht, jedenfalls nichts Genaues. Aber sie ist sehr durcheinander, also am besten wäre es schon. Sie schließen ihre Tür da und kommen gleich mit. Ist nicht meine. Oh, nein, ich wohne nicht hier. Ja, da drüben wohne ich, im Gästehaus, nicht? Das hat sie gemeint, ja? Das hier ist die Chauffeurswohnung. Als ich in meine Wohnung wollte, hatte ich den Eindruck, und der war richtig, dass hier die Tür offen stand. Was sagen Sie? Naja. Ist sie offen? Ja. Die Tür von Mr. Quincy, der ihren Onkel heute Abend gefahren hat? Ja. Ich guck mal rein, ja. Haben Sie das Licht angemacht? Was für eine Frage. Da Mr. Quincy nicht zu Hause ist, muss ich ja wohl gewesen sein. Oh, scheint alles in Ordnung zu sein hier. Ja, ich möchte nur sehen, ob das Schloss hier vielleicht doch... Inspektor, ich will auf der Stelle wissen, was Sie hier eigentlich tun. Was ist passiert? Mr. Buckner. Sieht aus, als wäre er verschwunden. Vielleicht haben sie David überfallen. Wahrscheinlich sogar entführt. Die Stinkbombe vor dem Haus letzte Woche war eine Warnung. Ja, ihre Tante sprach von gewissen Meinungsverschiedenheiten bei Stanford Chemical. Schon richtig. Er hat davon erzählt. Anonyme Anrufe haben ihn bedroht. Und Gott, ja, die Leute waren durch Gerüchte verwirrt. Gerüchte? Was denn für welche? Mein Onkel hat schon eine Weile verhandelt. Er wollte verkaufen. Naja, und das hätten viele Aktionäre nicht so gern. Natürlich sind diese Befürchtungen übertrieben, aber ich denke, verständlich sind sie trotzdem. Interessant. Wie denken Sie darüber? Einverstanden mit dem, was Ihr Mann vorhat? Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll, Inspektor, aber das spielt doch jetzt keine Rolle, oder? Mein Mann ist verschwunden und Sie reden von Geschäften. Sie haben recht, Madame, entschuldigen Sie. Wissen Sie, was Ihr Onkel heute Abend vorhatte? Gegen 7 etwa verließ er das Werk. Er wollte nach Pinewild. Pine? Wild. Ach, Pinewild, so. Mir kein Begriff, ehrlich gesagt. Wir haben da ein Wochenendhaus. Seit Stunden müsste er dort sein. Aber er ist es nicht. Wie vom Erdboden verschluckt. Der Hausmeister weiß nichts und die Gebirgspolizei auch nicht. Oh, Tantchen, vielleicht hat er Hunger bekommen. Vielleicht sind die zwei unterwegs auch einen trinken gegangen. Ja, Roger, wenn es nur so wäre. Aber er hat Benson gesagt, dass er durchfahren wollte. Diese unübersichtlichen Straßen im Gebirge. Warum fährt er nicht mit der Seilbahn rauf und der Hausmeister holt ihn oben ab? Tue ich doch immer. Es geht so viel schneller und sicherer. Ich habe mich mit der Straßenwacht in Verbindung gesetzt und mit der Polizei. Da ist kein Unfall gemeldet an der ganzen Strecke. Nicht. Also, da hast du's. Oho. Inspektor, wir sind sehr unhöflich. Sie haben einen Drink verdient. Als Onkel David letzte Woche verreist ist, da hast du nicht mal gemerkt, dass er weg war. Wie kommst du ausgerechnet heute auf die Idee, die Polizei zu rufen? Roger, den Polizeipräsidenten habe ich angerufen. Und er hat mir versprochen, er schickt mir seinen fähigsten Mann. Ist das wohl wahr? Naja, meine Frau hält mich für den Zweitbesten, nicht? Schon eine Ewigkeit her, dass sie mich für den Besten gehalten hat. Ja, ich werde natürlich häufig rausgetrommelt in der Nacht und man weiß nie, ob es nicht ein blinder Alarm ist. Dass das hier einer ist, kann ich nur hoffen. Und dass sie anrief, das hatte schon seinen Grund. Ihre Tante hat eine interessante Nachricht vorgefunden. Ich zeig sie Ihnen, kommen Sie. Eine Nachricht? Ja, er hat angerufen, aber ich war nicht zu Hause, das Mädchen auch nicht. Es war gegen 7:30. Wäre nett, wenn Sie das hier machen würden, weil ich weiß nicht so recht, wie das funktioniert. Ja, ich mach schon. Er hat während der Fahrt angerufen. Autotelefon, hier, können Sie hören, auf Tonband. Hier ist der automatische Anrufbeantworter, Anschluss Buckner. Falls Sie etwas hinterlassen möchten, dann sprechen Sie bitte jetzt. Ach, da kann ich mich wieder mal mit dem Tonband unterhalten. Sehen Sie mal im Handschuhfach nach, Quincy, ja? Handschuhfach, Auto, haben Sie gehört? Ganz klar. Sprechen Sie bitte, sprechen Sie jetzt. Die Verbindung wird erst unterbrochen, wenn Sie aufgelegt haben. Nein, Lea, hat Benson noch nie vergessen. Dann darf ich Ihnen einen aus der Reservekiste geben. Bitte machen Sie jetzt Ihre Mitteilung, danke. Ja, natürlich, Quincy, geben Sie mir eine von denen. Vielen Dank. Hallo? Hallo, Dory, ich bin's. Augenblick mal, was ist los? Mr. Buckner, könnten Sie die Kiste selber aufmachen? Ich muss sonst anhalten. Ja, in Ordnung. Dory, tut mir leid, dass ich dich nicht zu Hause antreffe. Miss Bishop konnte dich nicht mehr erreichen. Ich wollte dir nur sagen, dass ich mich kurz entschlossen habe, nach Pinewild draufzufahren. Ich bin also schon unterwegs. Ich spreche jetzt aus dem Wagen. Ich hoffe, du kommst am Samstag nach, möglichst früh, denn ich muss am Sonntagnachmittag wieder zurück.
Ach, Dory, ich muss noch was mit dir bereden. Es ist wegen... Roger. Ich weiß natürlich nicht, Dory. Kann natürlich sein, dass er wieder mal spät nach Hause kommt. Du tätest mir einen Gefallen, wenn du aufbleibst und auf ihn wartest. Machst du das? Es ist folgendes, Dory. Roger hat eine wichtige Entscheidung getroffen. Du wirst kaum damit einverstanden sein. Aber der Junge hat seine eigenen Pläne, verstehst du? Ich finde, dass er eine kluge Entscheidung getroffen hat. Hätte ich nie von ihm gedacht. Sobald du mit ihm gesprochen hast, ruf mich doch bitte an. Ich will wissen, was er gesagt hat. Vergiss es nicht, Dory. Bye, bye, Darling. Bis später dann. Oh, entschuldigen Sie, jetzt habe ich das Glas umgekippt. Lassen Sie ihn mal, ich mache das schon weg. War sowieso gerade fertig. Hat aufgelegt an der Stelle. Du bist genauso besorgt wie ich, Roger, stimmt's? Was? Du bist ja ganz durcheinander. Verstehe ich gar nicht, mein Junge. Du magst ihn doch gar nicht so sehr. Oh, eigentlich doch. Letzte Zeit haben wir uns ganz gut miteinander vertragen. Hast du ihn zurückgerufen? Natürlich, sofort, aber der Anschluss vom Autotelefon war tot. Inspektor, Sie müssen uns doch irgendwie helfen. Also was ist? Ja, da gehen Sie raus und finden Sie ihn. Ich kann Sie wirklich beruhigen. Ich habe alles angekurbelt, was in so einem Fall nur getan werden kann. Aber es gibt eine Schwierigkeit, nämlich dieses Pinewald. Das liegt nicht in meinem Distrikt. Also müssen wir müssen den Sheriff mobilisieren, dann die Straßenwacht, die Gebirgspolizei, alles Mögliche, Madame. Aber seien Sie unbesorgt, wir tun werden Sie schon... Tun Sie das schon. Wir finden ihn, ganz sicher. Danke, Inspektor. Gute Nacht. Gute Nacht. Hoffentlich schaffen Sie das, Inspektor. Mein Onkel ist eine wichtige Persönlichkeit. Ja, natürlich, das ist mir bekannt. Ach ja, wo ich schon mal hier bin, sagen Sie, was ist eigentlich mit Ihren Eltern, Mr. Stanford? Leben die noch? Oh nein, sie starben, als ich studierte. Eine mysteriöse Explosion. Tante Dory wurde dann mein Vormund. Sie hat David geheiratet. Haben Sie noch Geschwister? Nein. Dory ist also die Schwester Ihres Vaters? Allerdings. Richtig, dass Ihr Vater keine Geschwister hat, außer Dory. Inspektor, sagen Sie doch, wieso ist das wohl so faszinierend für Sie, meine Familiengeschichte? Ach Gott, ja, das ist nur so Hintergrundinformation. Ich mache das ganz automatisch. Vielleicht gut, wenn Sie es wissen. Falls Onkel David was Menschliches passiert, dann geht sein Vermögen an Sie, nicht an mich. An sowas habe ich nicht von ferne gedacht. Nein, nein. Nein, aber was anderes wollte ich nicht erwähnen. Die Sache vor Ihrer Tante ist ein bisschen delikat. Ist es denkbar, dass Mr. Buckner seine Fahrt darauf für ein paar Stündchen unterbrechen wollte? Es gibt da private Gründe, Sie verstehen, ja. Ja, da würde ich nun eigentlich denken, dass Sie das weniger angeht. Genauso wenig wie mich. Oh, ja. Ja, haben Sie recht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ist Ihre Uhr kaputt? Ihre Uhr. Meine Uhr kaputt? Nein, wieso? War nur so eine Frage, wissen Sie. Mir fiel auf, dass Sie dauernd drauf sahen. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, Inspektor, aber Uhren sind mehr oder weniger zum Draufsehen da. Ja, das kann man so sagen. Gute Nacht. Gute Nacht. Roger, was wolltest du mit mir besprechen, mein Junge? Was hat dein Onkel gemeint? Oh, völlig unwichtig. Wirklich, Tante. Ich dachte, es täte mir gut, wenn ich mich eine Weile in der Rechtsabteilung umsehe. Onkel war einverstanden und am Montag geht's los. Es wäre so schön, wenn ihr beiden euch besser verstehen könntet, Roger. Wir sind auf dem besten Wege. Ach, Roger, wo mag er jetzt sein? Warum hat er nur nicht auf mich gehört und ist mit der Seilbahn hinaufgefahren? Es ist alles in Ordnung mit ihm. Ich bin sicher, dass er gut aufgehoben ist. Das ist keine leichte Arbeit für uns in den Wagen. Wer ist das? Quincy? Der Chauffeur? Ja, richtig. Die Leiche von Buckner haben wir weiter unten gesichtet. Kommen Sie doch mal einen Schritt näher. Dann können Sie den Mann sehen, der sich bis dahin vorgearbeitet hat. Hier. Von hier aus sehen Sie es am besten. Da. Da unten ist er. Vielen Dank, Sergeant, aber ich glaube, Sie noch so bin ich ganz schwindelfrei. Okay. Sehen Sie, hier an der Stelle ist keine Leitplanke. Und bei dem Regen gestern war es rutschig. Er hat doch irgendwas gebrannt, oder nicht? Ja, die Leichen sind teilweise verbrannt. Die Wagenteile über hunderte von Metern verstreut. Es kommen gleich noch mehr Leute von der Bergwacht. Sehen Sie mal hier. Lars. Ja. Bis ganz da oben liegt irgendwas in der Gegend. Überall. Die Mütze vom Chauffeur haben wir gefunden. War wie neu. 200 Meter weit weggeschleudert. Da unten lag sie. Sagen Sie, ein Benzintank kann doch explodieren, nicht wahr? Sicher, ja. Ganz einfach. Der Wagen gerät ins Schleudern, prallt auf einen Felsblock und schon explodiert er. Oder aber im Wagen ist irgendwas explodiert. Genau. Und der Wagen kam von Los Angeles, haben Sie gesagt. Aber das ist doch, das fällt ja unter Ihre Zuständigkeit, Inspektor, nicht? Ist also Ihr Problem, das zu klären.
besteht die Möglichkeit eines Mordes. Aber was für ein Unsinn. Wo ist da schon der Unterschied? So oder so, Logan. David ist tot. Ich weiß nicht, Doris. Steht das denn eigentlich fest, dass es mit Sicherheit kein Unfall war? Nein. Moment, der Inspektor hat mich heute aufgesucht. Er sagt, es wäre die reine Routine, ehrlich. Ich weiß nicht, was ich ihm glauben soll. Ich hatte den Eindruck, er wollte mich schonen. Er ist dann bald wieder fortgegangen, zu Roger. Oh. Ja, David hat Rogers Wunsch entsprochen, ihn die Rechtsabteilung durchlaufen zu lassen. Wussten Sie das? Hat er das? Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Roger und ich sind Freunde. Ja, natürlich weiß ich, dass er böse Fehler gemacht hat, aber in letzter Zeit hat er sich sehr gemausert. Sehen Sie, ich habe nie so richtig verstehen können, dass mein Mann ihn so gar nicht mochte. Auch mir hat an meinem Neffen durchaus nicht alles gefallen. Aber ich habe mich immer bemüht, das Beste für ihn zu wollen. Er ist ja in Stanford. Immerhin habe ich gehofft, er könnte der Nachfolger von David werden. Everett. Ja? Everett, Sie glauben doch auch nicht, dass David ermordet wurde, oder? Aber natürlich nicht. Doris. Sie müssen sich zwingen, das nicht zu denken. Und vor allen Dingen jetzt nur keine Sorgen wegen der Firma. Ich kümmere mich um alles, Doris. Die Belange der Firma, ihre privaten natürlich auch. Ich weiß, dass es unpassend ist zu sagen. Was würde ich ohne Sie tun, Everett? Everett, Sie haben mein volles Vertrauen. Dann überlassen Sie alles nur mir. Und falls Sie oder Roger Schwierigkeiten haben sollten mit der Polizei, gleich wissen lassen. Der Inspektor spielt wieder den Allgegenwärtigen. Wie? Nein, gar nicht. Ich dachte nur, ich könnte mich ein bisschen umsehen in Ihrer Dunkelkammer. Ich habe nämlich schon eine ganze Weile auf Sie gewartet hier und da dachte ich... Was haben Sie denn hier gesucht, Inspektor? Geheimwaffen oder was? Geheimwaffen? Wieso denn? Ach ja, Inspektor, Sie haben mir etwas verschwiegen. Ich weiß es von meiner Tante. Wissen Sie, was die mir erzählt hat? Dass nach ihrer Ansicht mein Onkel ermordet worden sein könnte? Irgendwas, hat sie mir jedenfalls erzählt, irgendwas soll nicht ganz klar sein mit dem Unfall oder sowas. Nein, da hat sie sehr übertrieben. Eine reine Theorie ist das nur. Ah. Nein, bei meiner Arbeit, da ist... Für mich ist das einfach ein Traum, was Sie da haben. Ganz fantastisch, so eine Dunkelkammer und gleich neben dem Büro. Wundervoll. Der Bruder meiner Frau, also mein Schwager, dem durfte ich das gar nicht erzählen. Ah. Der würde verrückt vor Neid. Ja, nur ich experimentiere gern. Ist gefährlich. Wissen Sie, was für ein Glück Sie hatten? Ja, hätten auch leicht eine Flasche mit Nitroglycerin umstoßen können. Oder mit Salzsäure. Oder mit Blausäuresalz. Steht alles in meiner Dunkelkammer. Um Gottes Willen, Mr. Stanford, hören Sie auf. Sie sind ein Fachmann auf chemischem Gebiet, oder? Die Plakette, die Sie da um den Hals tragen, ist wohl eine Ehrenmitgliedschaft oder sowas, hä? Oh, National Science Fraternity. Den Dr. Reanat hatte ich mit nicht ganz 21. Danach habe ich noch meinen philosophischen Doktor gemacht und den juristischen. Donnerwetter noch eins. Mhm. Sehen Sie, ich hab's ja gewusst, dass Ihr Wissen mir weiterhilft. Kommen Sie mit, ja? Meine chemischen Kenntnisse sind natürlich begrenzt. Auf dem Gymnasium war ich da nicht sehr stark. Und mein Haar hätte ich mir mit Chemie mein Abschlusszeugnis versaut. Gott sei Dank habe ich damals rechtzeitig geschaltet. Aber ein Freund von Chemie bin ich immer noch nicht geworden. Sie machen chemische Analysen und ich analysiere Kriminalfälle. Gar kein so großer Unterschied. Eines so schwer wie das andere. Aber tauschen möchte ich nicht. Am Ende wären Sie doch ein besserer Kriminalist als ich ein Chemiker. Ja, das darf ich schon sagen. Ach, die Kollegen bei uns im Labor haben mir erzählt, es wäre möglich, durch bestimmte chemische Verbindungen Zeitzünder herzustellen, die ohne Pulver funktionieren. Also eine Art Feuerwerkskörper, bloß eben ohne Pulver. Haben die recht? Oh! Dann meinen Sie also, jemand hat eine Bombe ins Auto gelegt? Ich meine gar nichts. Ist nur eine Theorie, wie ich schon sagte. Aber eine Explosion wäre möglich. Aha. Sie verstehen mich doch. Wenn das so warm ist, das Stanford, dann muss es nicht unbedingt ein Unfall gewesen sein. Inspektor, da Sie gerade von Explodieren sprechen. Also ich würde die Zigarre doch lieber nicht anzünden, denn sonst erleben wir zwar eine Explosion, nämlich unsere letzte. Oh, ja, natürlich. Entschuldigen Sie, mein Schutzengel. Okay. Und nun ein paar Zahlen zu Ihrer Information, ja? 30 Herren aus unserer Projektabteilung haben den Doktor. Und über 60 sind examinierte Chemiker. Von den 30 Doktoren haben allein 10 private Labors zum Experimentieren, so wie ich. Kennen Sie ja. Ja, ganz zu schweigen natürlich von den verschiedenen Hauptlabors. In denen sind noch mal gut 2000 Angestellte tätig. Aber Sie wollen mir doch nicht im Ernst erzählen, dass all diese Leute es darauf abgesehen haben, Mr. Buckner umzubringen, oder? Weiß ich nicht. Sehen Sie, eine Firma von dieser Größenordnung, das ist der reinste Dschungel, um es mal so zu sagen.
In unserem Brain Trust, Inspektor, da gibt's leitende Angestellte, die würden, tja, die wären bereit, ein Kapitalverbrechen zu begehen, nur für einen eigenen Waschraum. Wie im Dschungel ist das. Und gar nicht zu reden von denen, die wirklich zutiefst enttäuscht sind, weil mein Onkel verkaufen will. Ja, manche haben ihn sogar schon bedroht. Was glauben Sie denn? Mein Gott, ja, mit den Drohungen, da sehen wir nicht durch, kriegen wir nicht in den Griff. Beispielsweise das mit der Stinkbombe. Meine Kollegen, die das bearbeiten, ja, die haben festgestellt, dass zu der fraglichen Zeit kein Mensch in der Nähe des Hauses war. Glaube ich Ihnen, bitte. Aber dann glauben auch Sie mir. Ich selber war Zeuge, als so ein Anruf kam. Wirklich? Ja. Ach, ich weiß nicht so recht. Das soll ein Kollege von mir überprüfen, okay? Na ja. Einfach, weil ich über diesen Fall meine ganz dezidierte Meinung habe. Tatsächlich. Sie erinnern sich an die telefonische Nachricht von Ihrem Onkel auf diesem Anrufbeantworter? Natürlich. Ich habe dieses Band abgehört. Immer und immer wieder. Enthält das ganze Geheimnis. Und das können Sie mir glauben. Gute Zigarre. Auf diesem Gebiet, ja? Da bin ich Experte. Wie, seine Zigarren? Benson hat mir berichtet, dass er den Koffer von Mr. Buckner gestern Abend hier abgestellt hat, so gegen 6 war es. Aber keine Zigarren dazu. Darum wollten Sie sich nämlich kümmern, haben Sie angeblich gesagt. Ja. Hier, ich habe immer einen kleinen Vorrat im Schrank. Was ist denn, Miss Bishop? Wir machen Sie schon auf? Es ist nur, weil der Inspektor ausgerechnet nach Zigarren fragt. Komisch. Mr. Buckner hat nämlich ein Etui für seine Zigarren. Hände weg! Was? Nicht anfassen. Aber wieso denn nicht? Was soll denn schon los sein mit diesem Etui? Die Putzfrau hat es gefunden unter meinem Tisch. Das muss in der Manteltasche von Mr. Buckner gesteckt haben. Da hatte er es immer. Benson hat den Mantel von Mr. Buckner über seinen Koffer gelegt. Ja, und da muss es rausgefallen sein. Tut mir leid. Was ist denn, Inspektor? Hatten Sie jemanden in Verdacht, der es gestohlen hat? Ich weiß nicht, es passte schon alles zusammen. Und jetzt, in dem Telefongespräch auf Band, da war doch ganz klar nicht, Zigarren haben gefehlt. Die Rede war von Zigarren. Ah, und Sie dachten also, irgendjemand hätte es darauf abgesehen, dass er eine Zigarrenkiste öffnet, solange er noch unterwegs wäre. Habe ich da recht? Gebe ich zu, habe ich gedacht, ja. Ich begreife überhaupt nichts. Was ist denn mit diesen Zigarren? Oh, das tut mir entsetzlich leid. Die reine Routine, Miss Bishop, was sonst? Ich kann mir denken, wie Ihnen heute zumute sein muss, wahrhaftig. Ach ja, Mrs. Buckner hat gestern Abend ziemlich spät versucht, Sie hier noch im Büro anzurufen, aber Sie waren offenbar nicht mehr da, oh, weil... Nein. Also meine Mutter, ja, die dachte, ich bliebe lange im Büro. Und an so einem Tag geht sie früh ins Bett. Aber ich bin dann ins Kino gegangen. Inspektor? Inspektor, Sie haben immer noch nicht gesagt, warum Sie sich für Zigarren interessieren. Und das wollte die Dame wissen, oder nicht? Miss Bishop, der Inspektor ist vom Morddezernat. Und ganz offensichtlich geht er von der Voraussetzung aus, dass der Unfall herbeigeführt wurde durch eine explodierende Zigarre. Was? Inspektor, ich führe Ihnen das vor, ja? Also Miss Bishop nimmt gestern Abend eine Kiste hier aus dem Schrank. Persönlich gesehen, ja. Und dann hat sie dahingestellt auf seinen Koffer. Und dann... Oh, was ganz Feines ist das, Inspektor. Bitte. Oh, solche Zigarren habe ich noch nie im Leben gesehen. Sind das alles die gleichen Kisten? Inspektor, ja, nichts dem Zoll erzählen. Die stammen aus Kuba, ungefähr jetzt ein will Dollar ich aber pro wissen, Zug. Was hier los ist. Wollen Sie vielleicht sagen, dass ich was falsch gemacht habe mit diesen Zigarren? Aber liebe Miss Bishop, wo denken Sie hin? Der Herr Inspektor ist nur auf dem Holzweg. Entschuldigen Sie, aber wenn irgendein Sprengstoff im Auto gewesen wäre, dann hätte er doch woanders untergebracht sein müssen. Nein. Nein, das glaube ich nicht. Nein. Als ich soeben zu Ihnen ging, da traf ich unten einen alten Mann, netter Kerl, offenbar der Mechaniker hier. Ferguson heißt er, glaube ich. Der hatte den Wagen unmittelbar vor der Abfahrt gewaschen, ja? Und der ist ganz sicher, dass aber auch nichts im Wagen war. Nichts außer einem Mantel, dem Koffer und einer Kiste Zigarren. Und der Lehrling, der die Sachen von Mr. Buckner runtergetragen hat, ja, der sagt genau dasselbe. Na gut, ich spiele das durch, okay? Demnach müsste der Sprengstoff in dieser Zigarrenkiste gewesen sein, wenn überhaupt. Und irgendjemand hat mit einer Kiste hantiert oder sie vertauscht. Dann ist das an dieser Stelle passiert, in diesem Raum hier und sonst nirgends. Ja. Miss Bishop, bitte sagen Sie uns eins. Wie lang stand dieser Koffer dort, mitten in Ihrem Büro und alle gingen vorbei? Ich würde sagen, 20 bis 30 Minuten. Sie waren doch auch eine ganze Weile hier, nicht? Ja, schon. Sie waren hier, haben Sie doch eben erzählt. Ja. Oh nein, 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 nein. Mr. Stanford hat nichts berührt, da muss ich sehr bitten. Ich weiß es mit aller Bestimmtheit, Sie können sich darauf verlassen. Ja, ja, das stimmt. Und folgende Herren auch. Mr. Logan, Joe Stevenson, dann Bernheimer und, oh, was rede ich, Miss Bishop? Warum machen Sie nicht einfach eine Liste für unseren Inspektor? Ja, gern, natürlich. Miss Bishop, notieren Sie bitte alles, was da wichtig sein könnte. Sagen wir, die Zigarrenkisten, die gestohlen wurden, verschenkte Zigarrenkisten und so in diesem Sinn.
Was ist denn, Miss Bishop? Der Vizepräsident. Mr. Everett Logan. Der hat auch einen Vorrat. Es kommt gelegentlich vor. Die Kisten kommen oft zur gleichen Zeit. Ja, stimmt. Ich habe jetzt noch 4 Kisten im Schrank. Moment. Haben Sie nicht 4 gesagt? Ja, ich verstehe das gar nicht. Nancy? Was haben Sie denn, Mr. Logan? Ja, Sir. Ah, Nancy, Sie haben doch Buch geführt hier über den kleinen Vorrat in meinem Schrank, nicht wahr? Wie viele Zigarrenkisten waren es zuletzt? Oh je, tut mir leid, aber die beiden letzten Tage habe ich gar nicht mehr nachgesehen. Haben Sie eine Kiste mitgenommen, Mr. Logan? Will ich Sie dann fragen? Dann muss hier noch irgendwo eine sein. Oh, bitte nichts anfassen, entschuldigen Sie. Sie verstehen richtig nicht mehr. Natürlich. Vielen Dank für die Mühe, Nancy. Lassen Sie uns allein. Ja, Sir. Ah, Nancy, würden Sie bitte die Tür schließen? Darf ich Sie meinerseits bitten, Mr. Logan, diesen Schrank wieder zuzuschließen? Ich schicke Ihnen gleich Leute wegen der Fingerabdrücke. Geht das nicht ein bisschen weit? Ich denke, Sie hätten die Unfallursachen zu erforschen. Na ja, das stimmt schon, aber wir müssen allem nachgehen. Verdächtiges haben wir allerdings noch nicht feststellen können bisher. Der Inspektor träumt von einer Bombe in einer Zigarrenkiste. Was? Aber ich bitte Sie, reine Theorie. Nun, ich will Ihnen natürlich in jeder nur denkbaren Weise helfen. Mein Büro hat leider kein Sicherheitsschloss und ich habe allerhand Besprechungen hier. Aber eine besonders dringende Bitte. Angenommen, Sie finden bei uns nichts, also nichts Verdächtiges. Falls dann trotzdem auch nur ein Sterbenswörtchen über die Mordfahndung an die Presse gelangt, dann sehe ich mich zu meinem Bedauern genötigt. Alter, keine Sorge. Und das wäre für heute schon alles. Sie waren mir sehr gefällig. Danke, Mr. Logan. Inspektor, ich fahr Sie. Oh, danke, danke. Die Fabrik, die Sie da haben, das ist ein ganz schönes Ding. Das ist ja der reinste Irrgarten. Da kann man sich ganz schön verlaufen. Die Fabrik gehört leider nicht mir. Das habe ich Ihnen doch erzählt. Meine Tante hält hier die Mehrheit. Ja, ach ja, wegen Logan, wollte ich Ihnen sagen. Der sagt, er hat viele Besprechungen in seinem Büro. Hat er recht. Die Kiste kann jeder gestohlen haben. Ist wohl Ihr väterlicher Freund, Mr. Logan? Hm? Nein, das nicht, aber er war sehr freundlich die letzte Zeit und sehr interessiert an meiner Arbeit. Wieso denn? Kann sein, er wollte Sie kräftig anfeuern, ermutigen. Wie? Was haben Sie denn jetzt? Ja, das habe ich im Papierkorb gefunden, in dem Apartment über der Garage war das, wo dieser Chauffeur gewohnt hat. Kann mir nicht helfen, sieht aus wie ein Bericht von diesem Quincy für Mr. Buckner. Und Quincy behauptet, Mr. Logan wäre sehr daran interessiert, dass Sie nicht einverstanden wären mit dem Verkauf. Er soll Ihre Tante beeinflusst haben, und zwar über Sie. Oh, das will ich sehen. Geben Sie mir. Nein, nicht so hastig, das wollen wir doch lassen. Dummes Gerede ist das, was denn sonst? Wissen Sie, ich habe einfach keine Antenne für diesen geschäftlichen Kram. Ich kann mich da anstrengen, wie ich nur will. Bei uns macht meine Frau die Steuererklärung. Tja, wissen Sie, was komisch ist? Benson hat mir gestern gesagt, dieser Quincy soll Polizist gewesen sein. Sieh einer an, kein Wunder. Jedenfalls war er nicht bloß Chauffeur, das ist mal sicher. Mehr ein kaschierter Privatdetektiv für den Onkel. Sie wissen, so einer, der Mitarbeiter nachspioniert. Wozu? Ich habe leider die Schreibmaschine nicht ausmachen können, auf der das geschrieben wurde. Und dieser Benson, nicht? Der hat den Verdacht geäußert, dass Quincy vielleicht irgendwo heimlich ein zweites Büro hatte. Sowas wie eine Art versteckte Operationsbasis. Können Sie mir da weiterhelfen? Tut mir leid. Oh, nicht doch. Moment, werde ich denn jetzt schon alt? Natürlich. Vor ein paar Monaten erst habe ich mit Quincy eine Nacht durchgepokert. War ein Fehler, nicht? Naja, und was soll ich Ihnen sagen? Er schlug sein Pass schlug er zufällig auf. Naja, und Quincy stand da nicht. Da stand ein ganz anderer Name. O'Neill, ja, weiß ich genau. Harry J. O'Neill, ja. Ungemein interessant, das finden wir aber ganz schnell raus. Mein Wagen steht da vorne. Oh. Besten Dank, Mr. Stanford. Hä? Okay. Sie haben mir schwer geholfen, ehrlich. Bis bald. Wiedersehen. Bis bald. Mr. Stanford, Roger wartet doch. Was haben wir denn auf dem Herzen? Roger, ich bin fast gestorben vor Angst. Und belogen habe ich ihn auch, dass ich im Kino gewesen wäre gestern nach dem Büro. Aber was ist denn, mein Schatz? Ganz ruhig. Keine Rede davon, dass er wirklich ermordet wurde. Und das weißt du. Bist du ganz sicher, Roger? Komisch, was du da sagst. Oh, bitte, Roger, entschuldige. Ich bin so wehrlos. Weißt du, dauernd werde ich befragt. Alles wollen die wissen. Und ich habe Angst wegen der Personalakten. Vor allem die von Mr. Logan, die ich dich habe lesen. Aber nein, die hast du doch lange wieder, schon seit Tagen.
Was ist? War doch nur Neugier. Wie hat man Erfolg im Geschäft? Hm? Roger, ich will nicht, dass jemand etwas über uns beide erfährt. Nur keine Angst. Der Schreibtisch ist aufgeräumt und die Dunkelkammer auch. Da ist nichts mehr zu finden. Bitte nicht böse sein. Ich bin ja sonst nicht so ängstlich, aber weißt du, in diesen letzten 2 Tagen... Kein Wunder. Und jetzt zugehört. Du machst viel. Ja, ich genehmige das. Ja, und keine Sorgen mehr machen. Es ist alles ganz, ganz schnell vorbei. Glaub mir. Wiedersehen, Darling. So long. Dauert nicht mehr lang, dann ist es dunkel. Bei Tagesanbruch schicken wir dann gleich die Bergwacht wieder rauf, die unteren Felsen absuchen. Von der Zigarrenkiste immer noch nichts. Ist komisch, nicht? Manche Teile sind so gut wie in Ordnung, viele kaputt, andere verbrannt. Naja, müssen wir ihn weitersuchen. Hier ist vielleicht ganz interessant für Sie. Ein Stück vom Benzintank. Ja, und der ist explodiert. Der Autopsiebericht hat uns auch nicht weitergebracht. Schon gehört. Ja, nichts Verdächtiges. Auf keinem Gewebe auch nur die Spur eines fremden Brennstoffs. Vielleicht irgendein Spezialgemisch, ich kenne mich da nicht so aus. Irgendwas finden wir sicher. Woher so überzeugt? Tja, so eine Riesenfirma. Wie ein Dschungel ist das. Roger, ich kann das nicht glauben. Was hast du getan, sag's? Gar nichts. Tante Dori, du nimmst doch nicht an, dass ich sowas tue. Du hast meine Frage zu beantworten. Aber das kann ich nicht. Geht nicht. Geht nicht, solange diese Männer hier stehen. Würden Sie mich bitte mit meinem Neffen allein lassen? Bedauere, ich habe den Auftrag, ihn herzubringen und nicht aus den Augen zu lassen. Ich bin gleich auf die Nachricht hingekommen. Wo ist Farrell? Oh, entschuldigen Sie, guten Abend. Inspektor Columbo, ich verlange eine Erklärung von Ihnen. Sergeant. Aber alles erklärt. Wo wir ihn geschnappt haben, dass er eingebrochen war, dass er sich der Festnahme... Er lügt, regelrecht angesprungen hat er mich. Ja, ja, ich weiß, ewig dasselbe, wir klären das noch, aber im Augenblick gibt's Wichtigeres. Beispielsweise Folgendes. Sie haben mir doch selber gesagt, dass Sie nicht wüssten, wo Quincy sein zweites Büro hätte. Wusste ich auch nicht. Später erst fiel mir ein, dass ich einen Autohändler kenne, der mit Quincy befreundet war. Der hat's mir gesagt. Mein Gott, ich will ja mit Ihnen reden, aber allein, von mir aus für 2 Minuten. Augenblick noch, ja? Haben Sie was erreicht, Farrell? Einiges schon. Die Schreibmaschine war doch eine umfangreiche Kartei mit einer Fülle von Informationen. Richtige Dossiers, genauer gesagt. Charlie ist gerade bei der Überprüfung. Ein paar Dinge habe ich mitgebracht. Interessant für Sie. Dossiers? Wen betrafen Sie denn? Am Ende sogar Mr. Logan. Wie kommen Sie denn auf die Idee? Weil ich heute Morgen etwas Derartiges gefunden habe. In einem von Davids Anzügen. Es war eine Information, eine sehr persönliche Information über Everett Logan. Vernichtend, was da stand. Von Quincy? Ja. Darf ich sehen? Ich habe das verbrannt. Ich habe es getan, weil mir klar wurde, dass David Quincy dazu angehalten hat, seinen leitenden Angestellten nachzuspionieren. Würden Sie mich bitte noch einen Moment entschuldigen? Ja, bitte. Schon wahr, da liegt ein ganzer Haufen über Logan, auch über andere Herren der Fabrik. Aber sehen Sie sich das an. Quincys Vermögensverhältnisse. Neues Konto. Eine sehr runde Summe. Wacher Junge war das. Hatte nach meinem Eindruck seinen Boss unterm Daumen. Sehen Sie hier. Mr. Stanford hatte das eben bei sich. Das Einzige, was er bei Quincy geschnappt hat. Er war so in Eile, dass er das negativ liegen gelassen hat. Mrs. Buckner, würden Sie uns entschuldigen? Ich möchte einen Augenblick mit Mr. Stanford sprechen, unter 4 Augen, ja? Oh. Ich darf Sie noch nebenan bitten, Mr. Stanford. Wird ja nicht lange dauern. Ruhig, das ist ein Beweisstück. Hey, wie können Sie ihr das zeigen? Gib das sofort zurück, Tante Dori! Valerie, Bishop und David? Oh Gott, ist das die Möglichkeit? Was glauben Sie denn, warum ich da war? Weil ich wusste, dass Quincy so etwas haben kann. Und jetzt hat sie genau das gesehen, was ich ihr ersparen wollte. Nein, nein, Roger, lass nur. Es ist schon besser, wenn ich es weiß. Ich will alles wissen, Roger. Dabei soll es auch bleiben, Inspektor. Und ich wünsche, dass auch das hier verbrannt wird. Madame, ich darf das nicht verbrennen. Das ist ein Beweisstück. Was soll's denn beweisen? Es war ein Unfall. Ihre Theorie mit dem Mord ist absurd. Ich tue nur meine Pflicht, Mrs. Buckner. Inspektor Columbo, ich bitte Sie, das Haus zu verlassen. Sie verstehen mich falsch, es tut mir wirklich sehr leid. Inspektor, ich bitte Sie, verlassen Sie mein Haus. Ich hätte das so gerne verhindert, Tante Dori. Roger, ich kann das noch gar nicht fassen. Ich mochte Miss Bishop doch immer so gern. Und dabei hat sie hinter meinem Rücken mit Dave... Du solltest das nie erfahren, Tante Dori. Ich wusste das natürlich mit den beiden schon seit 2 Jahren. Aber seit einiger Zeit hatte ich das Gefühl, dass Quincy anfing, hinter den beiden herzuspionieren. Du hast es gewusst? Oh ja. Ich habe David sogar gebeten, dass er Schluss machen soll. Aber das wollte er nicht. Jetzt verstehe ich auch, warum er so gegen dich war. Kein Wunder, dass er dich immer so schlecht gemacht hat bei mir. Oh, Roger, mein Junge, hätte ich das doch früher gewusst. Ich habe mich so falsch verhalten dir gegenüber.
Wie geht's denn, Julia? Entschuldigen Sie, Mr. Stanford. Guten Morgen, Mr. Stanford. Guten Morgen, Mr. Stanford. Stimmt was nicht? Entschuldige bitte. Das lag ja auf dem Tisch. Ich verstehe das nicht. Ein Schreiben vom Personalbüro. Ich habe versucht, dich zu Hause telefonisch zu erreichen. Aber deine Tante, die nimmt den Hörer nicht ab. Roger, deine Tante geht nicht mehr ans Telefon seit dem Begräbnis. Weißt du das eigentlich? Oh, ich habe sie nach Pinewald verfrachtet. Der Arzt hat ihr dazu geraten. Ich darf das doch sehen, ja? Eine Kündigung? Was soll denn das? Die sind wahrhaftig verrückt geworden im Personalbüro. Nimm doch sowas nicht ernst. Ja, aber was soll das Ganze? Siehst du, meine Tante. Und da ist eingefallen, dass deine Mutter seit ewigen Zeiten hier weg will. Ist doch so. Nach Arizona, nicht? Und da dachte sie sich, dass du dich hier vielleicht angebunden fühlst. Ach, Roger, das kann ich mir doch nicht leisten. Oh, das ist doch meine Sorge. Und dann natürlich eins, nur nichts Falsches gedacht. Wir zwei werden uns ganz oft sehen. Ja, ganz sicher. Ist doch ganz klar, ja? Ich habe hier eine Weile zu tun. Kommen Sie später wieder. Sie informieren den Materialverwalter, dass ich Schreibtisch und Sessel behalte. Alles übrigens mir zu trist. Ja, und das nimmt am besten einen Innenarchitekt in die Hand. Was ist mit Ihrem Büro? Was mit Ihrem Büro ist? Das versiegeln Sie oder geben Sie es jemand anderen. Ist mir vollkommen egal. Ich möchte nicht gestört werden, Miss Bishop. Mr. Logan und Inspektor Columbo möchten Sie sprechen. Das ist natürlich was anderes. Bitte, sollen reinkommen. Ha, kommen Sie rein, Gentlemen. Ehrlich, Mr. Stanford, ich störe ja nicht gerne, aber Miss Bishop meinte, man kann es verantworten. Ja, wird sie recht haben. Was kann ich denn tun? Ja, das nenne ich eine Überraschung. Ich war erst in Ihrem früheren Büro und da hörte ich, Sie seien jetzt hier. Inspektor, zur Sache zu kommen ist wohl nicht möglich. Aber nicht doch. Übrigens sagen Sie, Miss Bishop wirkt heute verstört. Ist was mit ihr? Nicht, dass ich wüsste. Könnten Sie mir nun den Grund Ihres Besuches freundlicherweise erläutern? Oh, ja, ich wollte Sie mitnehmen. Natürlich auch Mr. Logan. Komisch, aber er war auch gerade dabei, seinen Schreibtisch aufzuräumen. Wie? Was ist denn los, Everett? Bin gefeuert, was sonst? Sie sind gefeuert? Oh, das gehört zu den Dingen, die ich sehr ungern glaube. Ach, wirklich? Auf Wunsch Ihrer Tante nämlich. Am Telefon lässt sie sich mir gegenüber verleugnen. Ach, ein Irrtum ist das ohne Zweifel. Hoffentlich. Wir haben uns immer sehr, sehr gut verstanden. Sie haben nicht zufällig eine Vorstellung, warum sie ihre Meinung über mich so gründlich geändert hat. Nein, 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 noch nicht von Ferne. Aber natürlich, es ist ein Familienunternehmen und da hat sie selbstverständlich das Recht zu tun, was sie für richtig hält. Inspektor, ganz erstaunlich, wie viel Zeit Sie sich nehmen, bis Sie zur Sache kommen. Ich habe mit der Polizei in Pinewald telefoniert. Die warten auf uns, Mr. Stanford. Mein Gott, das ist aber ungünstig. Vielleicht kann sich Mr. Logan freimachen. Ich bin entschieden zu eingespannt. Beim besten Willen, ich kann nicht weg. Ah ja, natürlich. Interessiert Sie gar nicht, was die gefunden haben. Ich dachte, Sie wollten Bescheid wissen. Aber selbstverständlich. Was wäre es denn? Die haben es mir nicht gesagt. Aber offenbar ist es wichtig. Kurios, dass Sie es nicht sagen. Sowas hat doch einen Grund. Hat es bestimmt. Tja, Mr. Logan, dann wollen wir mal. Ja, gern. Doris ist oben im Wochenendhaus und ich wollte ja ohnehin mit ihr sprechen. Ach, einen Moment, Gentlemen. Ja, verstehen Sie, es handelt sich um den Tod meines Onkels. Und da wäre es doch eigentlich Ehrensache. Finden Sie nicht auch? Fein, wir fahren mit meinem Wagen. Kommen Sie. Hey, Sergeant. Inspektor. Ist es das? Ja, und relativ unbeschädigt sogar. Ganz da oben, stellen Sie sich vor, links von der Felsspitze. Sie können die Straße von hier aus nicht sehen, direkt links davon. Vielleicht 100 Meter von der Stelle entfernt, wo es passiert ist. Ja, ist aber weit weggeschleudert worden, nicht? Noch weiter wie die Mütze. Ja, genau. Und dann den Felsen runtergerollt. Inspektor, was ist es denn? Das muss Ihre Tante sofort erfahren. Wirklich, wir müssen gleich zu ihr hin. Also gehen wir schon los, nein, ja? Nein, ich habe Sie darauf geschickt, damit Sie sich erholt. Außerdem brauchen wir Stunden, bis wir da oben sind. Wir sind schneller da, als Sie denken. Danke, Sergeant. Ich habe Ihnen Bescheid gesagt. Vielen Dank. Hier rüber. Ich wusste gar nichts von dieser Bahn hier. Ihre Tante hat es mir gesagt. Man ist viel schneller oben damit als mit dem Wagen. Hoffentlich auch sicherer. Wollen wir es hoffen, ja. So, dann wollen wir mal sehen, was da drin ist. Ja, jetzt bin ich aber gespannt, wie seit langem nicht. Ja. Aha. Aber das ist... Eine von Davids Zigarrenkisten ist das. Na, habe ich gesagt, Mr. Stanford, dass es sich lohnt, mit uns zu kommen? Ja, also das ist erstaunlich. Sehen Sie, die Kiste ist ein bisschen ramponiert, aber nicht weiter tragisch. Die ist ja noch richtig aus einem Stück. Das beweist aber doch, dass David, dass er nicht ermordet worden sein kann.
Ja, natürlich, genau das. Die Sache ist völlig anders, als ich dachte. Gar kein Zweifel, ja. Es muss doch der Benzintank gewesen sein. Oh Gott, ist das mal eine gute Nachricht. Für Doris, meine ich. Trotzdem wird sie nicht allzu glücklich darüber sein, wenn sie mich heute sieht. Nehme ich wenigstens an. Wieso? Können denn Sie was dafür, dass Ihr Mann tot ist? In Doris' Augen doch sicher, oder? Ist ja auch einfach wahr, dass ich als Einziger im Vorstand gegen die Verkaufsabsichten plädiert habe. Und ich war bis zu diesem Moment überzeugt, dass irgendein Verrückter die Zigarrenkiste aus meinem Büro gestohlen hat. Naja, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie mich dieser Irrtum freut. Jetzt bedrückt mich nur noch eines. Warum hat Doris um alles in der Welt beschlossen, mich einfach zu feuern? Oh, das kann ich Ihnen schon sagen. Sie wissen das? Natürlich, sie hatte sogar einige Gründe. Letztes Jahr hatten Sie ein paar geheime Gespräche mit der Konkurrenz und dann haben Sie einem Freund ein paar Lizenzen verkauft und dann... Was erzählen Sie da? Was sind das für Spinnereien? Wirklich? Quincy hat darüber detaillierte Berichte an Mr. Buckner geschrieben. Aber das muss der Quincy erfunden haben, lieber Geber. Habt ihr, wovon ihr die Rede ist? Sie haben meiner Tante versprochen, nicht darüber zu reden, also was soll's? Nun, halten Sie schon Ihren Mund über diese Geschichte. Mr. Stanford, verstehen Sie denn nicht? Ist doch alles ganz anders jetzt. Nur wegen der Kiste hier. Tja, dann natürlich noch diese Geschichte mit Miss Bishop. Jetzt geben Sie dienstliche Informationen preis. Vorsicht! Moment, so, geht's. Augenblick! Was ist mit Miss Bishop? Inspektor, ich warne Sie. Ganz einfach. Miss Bishop und Mr. Buckner, die hatten schon ein paar Jahre miteinander. Jetzt hören Sie endlich auf! Oh, bitte entschuldigen Sie, ich wollte nichts Böses. Ach, Sie machen mich völlig verrückt, Inspektor. Warum geht denn das nicht? Hier sitzen, ja? Einfach hier sitzen und in aller Seelenruhe die Fahrt genießen, nicht wahr? Wundervoll ist es hier in den Bergen. Wissen Sie was, Roger? Die Wahrheit ist entsetzlich schwer zu entdecken. Manchmal. Ein andermal liegt sie einem direkt vor der Nase, nur kein Beweis. Was ist? Sie können das nicht wissen, Roger. Ungeheuer war die Theorie, die ich entwickelt hatte, dass nämlich Sie diese Kiste präpariert haben können. Und zwar so clever, so raffiniert, dass man den Sprengstoff nie hätte analysieren können, weil er zusammen mit dem Benzin total verbrannt wäre. Was ich? Oh ja, Sie ahnen ja nicht, Roger, was für Theorien ich hatte. Ich bin ja beinahe Chemiker geworden darüber. Und jetzt? Da. Eine ganz gewöhnliche Zigarrenkiste und weiter gar nichts. Ja. Ich weiß nicht, Inspektor, ob es nicht doch richtiger gewesen wäre, das Ding in ein Labor zu geben. Denn bei den Theorien, die Sie so entwickeln, da weiß man nie. Aber was reden Sie da? Sind doch alle falsch, die Theorien. Das kann ich Ihnen sogar beweisen. Sehen Sie, jetzt mache ich die Kiste auf, so. Na, Logan, doch, ja? Wie wär's denn mit einer guten Zigarre? Nein, vielen Dank. Nicht? Schade. Das Verrückte daran ist ja nun, dass das alles Pläne von Ihnen hätten sein können, Roger. Wie die Berichte auf der Maschine von Mr. Quincy. Die hätten genauso gut Sie auf seiner Maschine schreiben können. Und dann diese Fotos, auf denen Ihr Onkel mit Miss Bishop zu sehen ist. Jeder gute Amateurfotograf kann sowas fälschen. Heutzutage ist sowas doch wirklich kein Kunststück. Zweifach belichten, Köpfe austauschen, mein Labor hat mir das alles erklärt. Auch das neue Bankkonto von Mr. Quincy hätte von jedem eingerichtet werden können. Warum nicht von Ihnen? Ja, und dann bei Mr. Logan Zigarren stehlen und... Jetzt sehen Sie doch schon wieder dauernd auf Ihre Uhr. Was ist denn, Mr. Stanford? Tun Sie mir einen Gefallen. Dann seien Sie endlich still. Wieso? Das ist doch alles dummes Zeug. Die Theorien zeigen ja nur, wie unrecht ich hatte. Ja, ja. Ich will Ihnen mein Geheimnis verraten. Folgendes habe ich gedacht. Zwei Menschen stehen zwischen Ihnen und dem Sessel des Generaldirektors. Ihr Onkel und Mr. Logan. Ihr Onkel ist fort und Mr. Logan wäre es auch beinahe gewesen. Und Miss Bishop, die mussten Sie entlassen. Als Direktionssekretärin hat sie zu viel gewusst. Everett, bitte tun Sie mir eine Liebe und verbieten Sie diesem Kerl unverzüglich das Maul. Aber wieso denn, Roger? Das ist hochinteressant für mich alles. Weil Sie genauso verrückt sind wie dieser Kerl. Mein Gott, Roger, sehen Sie, selbst wenn ich recht hätte, dann wäre ich... Jetzt halten Sie doch Ihr Maul! Roger, was haben Sie denn? Was ist passiert? Halt deine Schnauze! Tun Sie das weg. Aber verstehen Sie denn, die Kiste muss weg! Wieso denn? Was ist? Du Idiot! Schnell hier mit der Kiste. Jetzt gib endlich die Kiste her, Mensch! Jetzt runter, schnell, wirf die Zigarren weg! Inspektor, wo haben Sie die her? Woher haben Sie die Zigarrenkiste? Von Ihrer Sekretärin. Von meiner Sekretärin? Ja, die zwei sind jetzt noch im Schrank. Böse, Mr. Logan? Nein, in diesem Fall bin ich es ausnahmsweise nicht, Inspektor. Wirklich nicht. Ha 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 ha!